Willkommen zu einem neuen Video auf Wargear Technik. Heute haben wir mal wieder so ein Block Survival und der Finn kämpft heute in seinem Wargear V, keine Ahnung, gegen Finn, uns. Du bist auf der falschen Seite. Sind der René, der Simon, der Emre, der Launen, der Sidax und der TNT Slayer und, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, der MC Vincent, genau. Der MC Vincent. Und mich gegen uns, so. War das halbwegs verständlich? Ich glaube nicht, oder? Egal. Ich würde sagen, wir haben nicht mehr viel zu sagen, ne? Ich habe richtig abgezählt, also. Achso. Das ist toll. Ich würde sagen, wir sind ready. Wir sind bereit. So, sehr schön. So, ich kann schon bauen, weil ich OP bin und ihr seid einfach scheiße. Kann auch nicht bauen. Warum kann ich nicht bauen? Oh, weil ich mich nicht bewegt habe. Ja, wir hatten keine Fail-Aufnahme. Ey, baut nicht so schnell. Ich komme nicht hinterher. Warte! Ey! Essex, was soll das? Er baut unter mir, hab ich doch unter ihm was. Oh mein Gott. Emre, es ist normal, dass du nicht bauen kannst. Oh mein Gott, ich bin da oben drauf. Oh, warum ist hier so viel Glas drin und Sand und ja, Löcher? Weil das ist. Weil wir das ist voll gefährlich. Emre, du kannst nicht in meinem Walk hier. Laun, du darfst hier nicht hoch. Nein, Schatz. Weißt du, ihr seid echt behindert. Wenn ihr da so noch lange rumsteht, dann baue ich einfach meine. Schalte ich meine SFA in den anderen Modus ein und schießt es da euren. Da, wo ihr euch hochbaut, kaputt. Wir bauen uns ja gar nicht mehr rum. In 60 Sekunden doch, darf geschossen werden. Doch, Emre steht noch unten. Du bist doch echt blöd. Wieso baust du alles wieder ab? Soll ich ein paar die Hecken rauswerfen? Was? Bierhaken. Launen? Hä? Launen, hackst du etwa? Hä, wann darf ich denn jetzt... Ah, 30. Launen? Hackst du? Warum hat er eine Spitzhacke? Warum hackt der? Der hat eine Spitzhacke. Da war eine Kiste, wo ich für euch Spitzhacke hingestellt habe. Oh, fail. Ja. Das hätte mir mal vorher jemand sagen sollen. Ich hab das doch sogar noch gesagt. Oh, wir sollten alle auf die Kiste rausgehen. Ja, aber nicht mir. Doch, ich hab das gesagt, wo ihr alle da standet. Oh, jetzt geht's los. Keine Ahnung, ich hab nicht zugehört. Oh. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh, das ist ein SFA? Nein, das ist ein MG. Achso, ich dachte schon. Alter, richtig krass. Oh mein Gott, er steht da vorne im Fenster und schaut. Oh Gott, das Ding hat nicht geschossen. Oh Ach, das ist schon Gott. Leer, okay. Ja, ich bin hart, SFA, ja, MG. Die Vincent ist schon tot. Wirklich? Er ist blöd, ich brauche eine Spitzhacke. Ja, ich sehe ihn hier rumfliegen, MC Vincent, der ist hier über mir. MC, ey, scheiße, okay, Mist. Ich höre auch nicht mit, eigentlich könnte man sich jetzt voll in der Mitte verkämpfen, weil er dort nicht hinkommt. Ne? Ey, könnt ihr alle MC Vincent sehen, ne? Das könnt ihr mal doch nicht, ne? Dankeschön. So, es sagst, ich komme in die Mitte. Nein, Kampfleiter können die nicht sehen. Außer also. Du hackst. Ja gut, ich das heißt, ich sehe da oben so halb durchsichtig. Wow! Nein, das kann nicht mehr. Diamant, rennt da rein. Oh Gott. Welche Löcher sind lustig, oder? Wirklich tief kommen deine Kanonen ja nicht, ne? Sind hier auch Löcher in der Decke? Also ich glaube, die Arki Killer ist... Das wäre nämlich noch viel cooler, wenn man da auf einmal so ein Loch reinfallen würde. Simon, mach mal dein Mikro wieder. Oh Gott! Das war knapp. Boah, ja, was denn noch? Ja, ich hab noch ein Herz. Los, Emre, stier! Das Coole hier dran ist einfach, dass das Stein nicht so schnell kaputt geht, oder? Ja, genau, nicht so wie beim Dirtbruder. Ah! Achtung! Oh Gott, das TNT ist hochgeflogen und Sidax, Estax hat Schaden bekommen. Wieso steht hier auch immer genau da, wo ich hinschieße? Ja, ganz rein zufällig, ne? Ja, okay, du hast einen ziemlichen Todpunkt, ne? Oh Gott, da kommt eine... Und... Wo hab ich den? Boah, das Sand rausgeflogen. Das ist Sand rausgeflogen. Hast du es gesehen? Hast du es vielleicht aufgenommen? Nee, das ist irgendwo da unten gelandet. Da ist ein Sandblock rausgeflogen. Da kommt noch einer.
Nein, das WGT-Logo ist beschädigt. Oh mein Gott. Also, mein Gott, du reparieren. Also wo habe ich den Torpunkt? In der Mitte eigentlich. Nein. Guck mal ganz unten in der Mitte hin. Ja, was ist da eine Lupfstreuung? Die geht nach 2 Schüssen kaputt. Die geht überhaupt nicht nach 2 Schüssen kaputt. Das ist cool, du darfst Xenox so nicht glauben, bauen was ihr über Fackeltechnik sagt. Ich bin auch das stimmt. Fackeltechnik. Warum dürfen wir hier eigentlich keine Chaos-Kanonen bauen? Weil es nicht dürfen. Oh Gott, oh Gott. Ich sterbe nicht. Eine Art, die bringt aber nichts. Finnkanone. Bringt aber nichts. Ich leben voll auf Risiko. Das ist nicht mehr meine Kanone, also. Nein! Alter. Ich habe sie von Darksky gedownloadet. Ja, eh nicht. Kennt man ja nicht anders von denen. Eine Public-Kanone oder was? Ja. Kriegt man Fallschaden? Ich dachte gerade schon so gedownloadet. Nein, leider nicht. Warte mal. Müsst ihr mal einstellen? Ja, ich weiß, warte mal. Hier kann man schön zugucken aus so einem Erdblock. Ich bin halt nicht so der Arti-Bauer und ich hatte keine Lust extra für das Vorgehen noch eine Arti zu bauen, die da reinpasst. Nimm doch einfach Public-Artillerie vom Tube League. Kein Kommentar. War das jetzt eine Beleidigung oder was? Kein Kommentar. Nein, das war mein Ernst. Das ist, sollte jetzt nichts Negatives sein. Klar, ihr Hacker, sein, meine 40er hat sich gejagt und mein ganzes Vorgehen ist kaputt. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich seh dich sogar da drin. Ja, ich seh dich auch. Alter, die Kanone drunter ist... Nee, die ist nicht kaputt. Die kann nicht kaputt sein. Ich dachte schon, da ist so ein Lichtbug. Das sieht so aus, als wäre da irgendwie jede Menge von dem Endstein weg. Aber wieso hat sie sich gejagt? Die kann sich gar nicht jagen. Ich weiß nicht, jede Kanone kann sich irgendwann mal jagen. Die hat aber keinen Shot, wo sich das TNT reinbacken kann. Also wieso ist bitte nichts rausgekommen? Benutzt sie so vielleicht Fackeltechnik? Nein. Fackeltechnik? Ja gut, sie hat Fackeltechnik. Das wäre zwar unlogisch, aber kriegt ihr jetzt Fallschaden? Nee. Warum wäre das unlogisch? Weil ich Invincible angemacht habe. Ausgemacht habe. Aus oder an? Bist du diese, aus und Sterblichkeit aus. Dann kriegt man ja Fallschaden. Sollte man. Ja, gut. Hab ich gesagt? Nein, hab ich. Dann kommt mal der nächste Schuss. Es wird langweilig. Gar nicht. Ich hab keine Kanonen mehr. Keiner Klasse. Was? War ein Scherz. Ich dachte gerade schon. Ich auch schon. Oh Gott, was war das? Die ist nicht mal durchgekommen. Die kann die nicht mal durchgekommen. Malte. Was denn? Die ist nicht durchgekommen. Die 40er. Hä? Guck mal hier. Emre ist runtergefallen. Geil, ne? Hä, der war doch gebannt, oder nicht? Lol. Ja. Wie kann die nicht durchkommen? Die kommt immer durch. Wahrscheinlich der Sand und das Glas haben die geblockt. Der ist nicht gebannt. Ihr habt den nur gemutet. Gemutet. iPro HD meint ihr, ne? Ja. Ja, der ist nur gemutet. Und ja, der war auch nur temporär gemutet. Ja. Der war um 17.42 Uhr gemutet und wurde um 18.52 Uhr wieder entmutet. Das heißt, er war eine Stunde gemutet. So, mir wird das jetzt hier zu langsam, weil ich finde. Oh, Alter, Laun, das ist echt... Ziemlich praktisch, dieses... Du baust so hoch, weißt du? Bann und Mute. Warum ist mich denn jetzt noch an? Bist du zu langweilig? Was soll das heißen? Heißt das, dass ich da schießen? Töte uns. Okay. Ja, also es waren deine Worte. Töte mich. Gib mir harte Worte. Werf mir harte Worte an den Kopf. So wie Küche oder... Nee, das waren ja dreckige Worte, stimmt. Wenn da keiner steht, dann sage ich mal, dass hier alle steht. Sonst grabe ich mich halt auf kompletter Höhe mit allen Kanonen durch. Wir können ja auch irgendwie so ein bisschen was zu unserer aktuellen Server-Situation. Nein, lass uns ein extra Video packen. Ja, gut, da müssen wir eins machen. Jo, bis. Oder da tun wir dann mal so Sachen wie heute mit innen begreifen. Oder so Sachen wie. Ja, keine Ahnung. Jemand unsichtbar. Das wird ja dann ziemlich lustig für so manche Leute. Was war das denn? Kommt da wirklich noch ein extra Video über die Teamsituation? Ja. Freut mich hier irgendjemand? Ja, so mit WhatsApp hier Audios, die gepitcht werden, damit man die Leute nicht hört, also nicht heraushört, wer das gesagt hat. Ja, die das Leute die denken, nämlich, meinten nämlich gerade einen auf großen Macker zu machen, hier, wenn du das online stellst, dann gibt's richtig Ärger. Da ist mir sowas von egal, ich pitche diese Stimme und dann hat der Typ da keine Rechte mehr dran. Ist mir das relativ egal. Alter, nicht mit dem Bogen schießen hier. Doch.
Aber ich wollte mal so fragen, weshalb sich meine Kanonen jagen, einfach so. Ja, weil ich die sabotiert habe, weißt du? Ja, das Gefühl habe ich langsam auch. Ja, genau. Alter, ernsthaft? Ey, ich mag ihn. Ich wollte da gerade laufen und dann. Ey, Malte. Ja. Oh ja. Diese Erdwand macht mir Angst, die du da gebaut hast. Bin noch sehr gesund. Das war springen. Wie viel Leben hast du noch? Ich hab noch 20. Boah, cool. Ich hab 19 nein, weniger. Mit Bogen. Warum schießt du nicht mit der unten mit dem Kanonen? 18 weniger. Ja, da geh ich jetzt ja hin. Ach so. Wer schießt doch mal? Malte, du darfst aber nur bis zur Mitte bauen, ne? Wieso wurde meine Kanone von hinten beschädigt, bitte? Wir haben geschossen. Malte, du weißt, dass du nicht weiterbauen darfst, als die Mitte, ne? Das weiß ich. Wie, der baut sich bei mir rüber? Baue ich nicht. Ich baue mich nicht rüber. Nein. Ja, das geht noch gerade so. Ja, ernsthaft? Ja. Ernsthaft? Malte, guck mal. Was denn? Die haben das hier abgebaut. Was? Das war Ding. Oh, da wurde ich. Ey, der schießt von da unten. Schweine. So, du wärst jetzt Schweine. Eigentlich tot. Du Schwein. Oh, so, ihr werdet beide eigentlich tot, jetzt mal ehrlich. Wieso? Nö. Es gibt keinen Fallschaden. Ja, komm, ihr fliegt von oben runter. Es gibt keinen Fallschaden. Hast du nicht zu... Alter, töte mich nicht. Ja, komm. Wo sind wir denn hier? Mann, meine Maus spinnt. Ah, ich werde beschossen. Das kotzt mich jetzt an. Klar, jetzt bin ich tot, fick dich. Wie bist du gestorben? Bist du runtergefallen? Warte mal kurz, wieso hat er überhaupt einen Bogen? Wer hat einen Bogen? Der hat in sich gecheatet, ist er. Jetzt Estax. Nein, guck ich mal direkt Bogen. Nach. Nein, wer hat mich denn eben mit dem Bogen abgeschossen? Ich hab keinen Bogen bei mir. Nein, wer hat mich eben mit dem Bogen abgeschossen? Ich nicht. Ja, das ist aber auch irgendwie so ziemlich Mobbing, wenn wir hier unten festsitzen, ne? Ja, jetzt Estax hat ja auch nicht zufällig Achtung, drei Spitzhacken in seinem Inventar. Doch nicht, der hat gerade die mittlere gebraucht. Ja, der hat Malte hier hingeworfen. Boah, aber hör mal auf, bitte zu cheaten, ja? Ich kann auch gerne in der Kommode nachschauen, wer gerade welchen Kommand eingegeben hat. Der schießt mit der mittleren Lupf oder was das ist. Da, wo der gerade drin stand, da lädt er gerade. Oh mein Gott, er bläht. Ich baue ihm den Lauf zu. Dich. Sogar den anderen Kanon. Wow! Schon doch gesagt, er will schlecht. Alter, wichtig! Junge! What the fuck? Ich hab noch ein halbes Leben und stehe hier rum. Ja, meint. Okay, nee, Alter, ich hab gerade Elvin Later gerade und du bleibst da stehen. Ja, ich war gerade so eine Nachricht am Anschauen. Oh, ich renn. Ja! Das war mein Ziel. So. Arschloch. Alter, wie schnell belädst du die? Die haben nur 24 Projektile und sind zu beladen wie eine 24er Stich mit zu wenig Treibladungen. Ja, okay, gut. Emre, okay. Pass auf! So eine Scheiße, ich bin gestorben. Wer ist noch alles tot? Mr. Vincent! LOL! Die Hirnstreu bringt dir irgendwie gar nichts, weil keiner in der Mitte ist. Ja, mir doch egal, ich hab jetzt nur noch ein halbes Leben, wenn er mich jetzt, wenn er jetzt nochmal damit schießt, bin ich tot. Ja komm, Spargel bleibt mal da, hat dann er schießt. Oh Gott, er schießt. Oh Gott, ich kann nicht rennen. Oh Gott. Scheiße. Weißt du, du hast noch ein halbes Herz. Ja. Boah, cool, ich hab ein halbes Herz mehr als du. Ist Spargel jetzt tot? Und zwar schon seit Beginn der Runde. Nein. Was? Nein, ich geh nicht in deine Festung. Das ist keine Festung. Oh Gott, er schießt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Alter, der. Oh Gott, er schießt. Scheiße. Zoom-Modus bei mir stimmt voll. Ach du Scheiße, er stimmt, er stimmt, er stimmt. Scheiße, ich hab nicht mehr viel TNT. Oh. Hallo, Malte. Oh Gott, er schießt ja gar nicht. Ey, Malte, bist schon tot, ey. Ja, Malte ist schon tot. Ja, ja, hab ich ja eben gesehen. Ja. Malte ist gestorben. Das ist ein bisschen gescheitert, ne? Ist einer da unten, ist die Arena kaputt. So. Oh, ich find's schon bitter, also Malte, du hättest schon ein bisschen mehr überleben müssen. Schnauze. Estax, hör auf mit der Scheiße oder du stirbst. Du bist ja auf und... eigentlich müsste ich mir einen Heilungstrank geben dürfen, weil ich habe nur noch 1,5 Herzen.
Ich hab noch ein Herz und René hat noch ein halbes Herz. Ich kill euch gleich. Ja gut, du wurdest aber nicht mit einem gecheateten Bogen abgeschießen. Abgeschießen? Nee, ich wurde nicht abgeschießen. Ich kann meine MG nicht ausmachen, tut mir leid, bist du kaputt machen. Warum ausmachen? Leck doch nicht. Leck doch nicht. Ja, es ist besser, wenn die aus ist. Alter, also, der ist ja gerade runtergesprungen. Warum ist die mittlere von ihm voll, aber er schießt? Ey, wann schießt du mal mit deiner Luftschicht da unten? Oh Gott, er schießt. LOL. Oh, René. Wow. Ja, ich sag doch, er schießt. Achtung, recht. Oh, nein. Alter! Wie hat er das bitteschön gemacht? Er hat beides vorbeladen. Mehrmals beladen, also... Ja, wie ist er so schnell nach unten gekommen? Oder nach oben? Das war doch die untere. Das sind alles untere. Alle unten. Ach so, okay, ich dachte, das wäre eine Arti gewesen oben. Nee, das war eine Lupf. Alter, ich hab... Boah, Mann. Ich dachte grad schon, ey. Ne? Deine Festung wurde weggebombt. Okay, er belädt wieder die eine Kanone da hinten. Jo. In der Mitte? Nee. Die in der Mitte lebt nicht mehr. Darf ich nicht. Finn? Ja. Kannst du mir sagen, ob du jetzt schießt? Finn, ich sehe das. Was? Du oder nicht? Ja, das. Ja, ich schieße. Alter, Estax, hör mal auf, die ganze diese Scheiße abzubauen. Da soll ich. Ja. Ja, weil dann darf ich dann eben deine Kanone kaputt machen. Wow! Oh. Alter! Oh Gott. Tja, Simon, war einfach nicht aufgepasst, ne? Hey, da war das TNT bei mir noch drin. Da ist ja immer noch TNT drin. Ja, das hat einfach nicht geladen. Ich zergrief mal so ein bisschen dein Warrior, okay? Oh, hier ist direkt deine Brücke. Okay, ich glaube, die eine Kanone hat Schokolade, ja. Jo, nee, doch nicht, schade. Das Einzige, was ich hier benutzen kann, ist die World, um deine SFA kaputt zu machen. Ist doch besser. Halt! Was hast du gemacht? Das ist ein Loch in deinem Wargi. Da ist sehr sensible Technik meiner Artilleriekanonen. Jetzt nicht mehr. Okay. Ja, da sollte nichts beschädigt sein. Das ist durch deine Brücke durch. Oh, das ist mein Alarm. Also ich habe jetzt echt ein großes Verlangen, Chips zu essen, ne? Ja, lass mal Chips essen. Chips und ja, ich weiß nicht, das ist ziemlich asozial. Aber... Ja, echt mal, wenn ich keine Chips habe, dann willst du Chips essen, das ist asozial. Ja, richtig. Aber ich habe so Schokolade, ich glaube davon esse ich was. Er ist auch asozial. Der Aufnahme. Ich will Lachgummi. Also, ihr habt gleich gewonnen übrigens. Wieso? Ich hab kein TNT mehr. Du kannst ja TNT cheaten. Oh Gott. Oh nein. Darf ich, kann ich es nur oder darf ich es auch? Ich will ja nicht sagen, dass er in der Mitte schießt, aber... Er schießt nicht nur in der Mitte, ne? Der schießt überall. Emre, flieg runter! Oh, ich schieß diesmal mal in einer anderen Reihenfolge. Sterb, kleine Kartoffel! Junge! Ja, echt mal, du musst immer alles abbauen, das nervt total. Ernsthaft, ich kann euch mit dem Befehl Kill töten. Ach, wenn ihr bitte, wollt. Bitte. Ja, dann hör auch auf damit. Habt ihr überhaupt noch irgendwas, wo ihr leben könnt? Ja. Habt ihr noch euren natürlichen Lebensraum? Alter, hast du den Blog mal angeguckt? Da lebt noch alles. Weiß. Ja, da gut, ist... Aber auch oh mein Gott! Da hast du viel sehr gut, Launen. Wenn er noch ein bisschen weiter schießt, dann trifft er auch gleich dich. Gut. Boah, ich... Warte, kann es jetzt sein, dass ich... Also ich überlebe länger mit einem halben Leben... Als Malte mit vollem Leben. Ich weiß. Wer länger mit einem Herz überlebt, als Malte mit vollem Leben. Tür zeigen. Welche Tür? Was? What? Ah ja, die ist geil. Ja. Welche Tür? Ja, die muss René sehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Launen irgendwo unten sich vergraben hat. Zum Glück habe ich unten durchschusssichs. Was für eine Tür? Ich will es immer noch wissen. Oder diese Tür, Tor, wovon ihr heute geredet habt. Ja. Ach so, das ist krass. 10x5 Blöcke große Tür. Ach so, geht das mit Sand? Nein. Wissen? Ja. Okay. Was 10x5? Ich hab mal eins mit Eulen gebaut. Aber das ist schon ein paar Jährchen her. Ihr habt eine 10x5 Pistentür. Ist es ein Jahr, über ein Jahr her. Und dann stand auf dem Schild am Spawn von Es immer ja, dass es bei Eulen gebaut wurde und von mir stand da nie was. Ja, das war
Da waren immer so, da war doch immer so ein Test, so ein ja, Baugelände, wo so Pistenextender drin waren. Ja. Da stand auch so ein Riesentor. Ja. Das habe ich mit ihm gebaut. Cool. An so einem Abend hat er mich auf in so eine Arena reingeteleportiert. Weil ich habe ja gefragt, ob ich hier da rein darf. Und dann haben wir da versucht, dieses sucks. Tor zu bauen. Ich hab da nur. Was ja, einfach nur lustig. Scheiße groß ja, war. Lau, du solltest mal aus Vanish gehen, ne? Der ist Vanish. Ja. Ich sehe. Da ist jemand unsichtbar und baut Blöcke. Ja. Boah. Ich sehe dich aber nicht. Laun ist nicht Vanish. Ich sehe den aber nicht. Also ich sehe ihn. Hinten rechts auf dem Borgia. Auf dem Block. Auf dem Borgia. Hinten links von vorne gesehen. Hinten links. Genau, Freecam. Bei einem Public Wargame benutzt man Freecam. Wie? Freecam. Mein Wargame ist nicht Public, scheiße, ich hab meine Kanone. Achso, die ist kaputt. Ja, aber die Kanonen da drin. Boah, ich kann mich jetzt so. Wo ist meine Brücke? Nein! Nein! Malte hat sie rausgeschnitten. Meine Scheinwerfer! Nein! Malte? Jetzt schießt doch mal wieder mit den Artillerien. Die Artillerien sind kaputt. Was hast du denn hier für scheiß 24er? Hey, die sind nicht scheiße, da fehlt was. Was fehlt? Der schießt schon wieder irgendwo. Da ist ein Loch in meiner Mitte. Oh Gott. Der schießt im Alter, Bogen. It's Estag, ich kill dich jetzt. Ach, ja, warum? Kill. So, Emre, du müsst jetzt eigentlich ausscheiden. It's Estag ist gestorben. Oh. Guckt euch schon mal Emre an. Wer was gegen das Team arbeitet, wird suspendiert. Ich hab nichts mal gemacht. Nein, du hast nur vor dir die Blöcke gesetzt, damit die anderen nicht mehr nach hinten rennen können. Emre, was macht der da? Ja klar, der ist in der Not-PvP-Area. Wollte ich Spangel so gern töten, ne? Ja, was kannst du aber nicht. Ja, was mache ich gerade? Wieso gehst du in Game-Mode? Weil ich Emre dahin teleportiere. Jetzt ist Emre auf der falschen Seite. Ich weiß. Oh mein Gott, er ist auf der falschen Seite, er sieht deine geheimen Kanonen, deine geheimen 24er. Das ist mir völlig egal, der kann da nicht abhauen, hoffe ich zumindest. Ich hab mal nichts gesagt. Ich hab mein ganzes Zeug eingesammelt. Gut gemacht, Malte. Emre, was machst du da? Oh Gott. Jetzt kommt Triss Spargel, hat er nicht anders verdient, Alter. Wieso hat Emre überhaupt einen Bogen? Ja, guck, wer ist hier? Ja, weil du dem gerade einen Bogen gegeben hast. Nein. Estax. Ich bin nicht da. Ich bin hier unsichtbar. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich sehe dich trotzdem, Estax. Ach nö. Was heißt? Na ja. Wieso habe ich auf einmal wieder mein Inventar voller? Hä? Das war leer und jetzt ist es wieder voll. Ja, weil irgendjemand da was reingetan hat. Was willst du, Alter, jetzt? Weiß so nicht. Leute, passiert jetzt nochmal irgendwas, Finn? Nein. Wieso nicht? Weil die Arti da kaputt ist, die hat sich einfach gejagt, obwohl die sich eigentlich nicht jagen kann. Ja, genauso wie die Stich nebenan. So scheiße. Die ist nicht scheiße. Das ist nur eine Public-Kanone. Ich hab keine scheiß Kanone. Doch. Mach mal ein bisschen mehr Delay rein. Gibt's eigentlich noch den Profi-Paster oder wurde der inzwischen schon gebannt? Der wurde gebannt. Der Profi. Das war glaube ich der erste. Wegen Profi-Pasting? Nein, wegen Kanonenklau. Wer Platin? Ja. Wer klaut Kanonen? Ja. Von dir? Nein, von Kick. Ey, mal nicht so, ne? Nein. Ich meine, wir hatten schlimmere. Ja, wir hatten wirklich um einiges schlimmere. Wir haben immer noch schlimmere. Also jetzt nicht im Team, aber. Ja. Wir dachten, Platin wäre schlimm, bis wir andere Leute beim. Wer war denn schlimm? Ich sag, dazu gibt es jetzt keine Aussage. Aber ich trau mich nicht. Ich hab nur noch ein Herz. Du triffst so die gar nicht. Da wo die sind, sind die sozusagen sicher. Du bist auch sicher. Ja, ich bin tot. Sag ich doch. Ist gut. So, ich baue jetzt zum Schwenken um. Schwenken. Okay, dann bin ich hier vorne doch sicher. Echt so, ja, da bist du sicher. Und wenn ich sag ich's dir, ne?
Kann ich nur kurz vorher entscheiden. Warte, ich kann mal was probieren. Also ich weiß nicht, ob das funktioniert oder ob sie sich jagt. Jetzt geht's los, Alter. Jetzt schießt du. Haha, ist Angst, ja. Das war geil. Malte, Estax springt hier vorne so rum. Du siehst ihn ja wahrscheinlich, ne? Ja, ja, sehe ich. Und auf einmal springt er voll daneben und fliegt. Nein. Als wäre es so extra gewesen. Er ist schon wieder daneben gesprungen. Nein, ich muss etwas nochmals Delay umstellen. Wobei ich auch nicht richtig hingeguckt habe. Oh, klasse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo. Du weißt, wo er belädt. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktionieren wird. Oh Gott, oh Gott. Oh, nicht schlecht. Also, das, boah. Also rein. Wer war das? Was war wer? Das war wohl der Downen. Launen. Sorry. Okay. Oh mein Gott, sorry. Also, ich würde jetzt gemeldet werden. Ich weiß. Das war tatsächlich ein Unversehen. Ernsthaft. Hallo, René. Ich weiß irgendwie nicht, ob ich euch überhaupt noch treffen kann. Das ist das Blöde. Du solltest dir mal ein Wargi für solche Erdblock und so weiter bauen. Hätte ich ja, aber das wäre auf einziger Maße gewesen. Oh Gott, Emre ist runtergefallen. Nein, komm, der wäre jetzt schon fünfmal tot. Kann ihn bitte mal umbringen. Ist Emre jetzt tot? Nein, der steckt sich gerade wieder hoch. Also, Emre, das wäre das gewesen, was Itztax mit dir gemacht hatte. Emre war jetzt schon fünfmal tot, also... Ey, der ist noch keinmal tot. Also du kannst ihn treffen, wenn du ganz wenig Delay machst. Der ist nur runtergefallen, dann habe ich ihn abgeschossen. Da war er in einem No-PvP-Area. Wie gibt's hier eine No-PvP-Area? Ja, der war da neben der Arena war. Der ist hier neben der Arena gelandet. Der wäre eigentlich schon tot, kann ihn vielleicht jemand umbringen. Keine Ahnung, jetzt könntest du ihn gerade abschießen. Malte. Ja, was? Guck hier. Guck mal hier runter. Hier. Ja. Der war hier unten. Hier stand er. Irgendwo hier. Ist halt no PvP. Ja, gut, habe ich gesagt, dass ich runterfalle, oder? Wer ist da gerade runtergefallen? Laun. Also Laun hat René runtergeschubst. Nein, das war Emre. Der jetzt unten ist, wäre eigentlich auch tot. Weil ich kann natürlich noch stundenlang drauf schießen, aber wenn ihr natürlich keinen Fallschaden bekommt, ist es auch nicht gerade so das Gelbe vom Ei. Du kannst ganz wenig die Länge nach rechts schwingen. Also wirklich so wenig, dass wenn es aus dem Wargear rauskommt, du gerade so das TNT explodiert. Kannst du so wenig machen? Ja, klar kann ich das. Oh, oh, oh. Jetzt hast du mich eingesperrt. Oh Gott, das war wohl nichts. Mit X. Ja, war an sich gut, mach mal so einen Tick mehr. So einen Ticken höher. Höher. Ja, das ärgert sich. Ja, komm ich nicht. Ja, das. Oh, okay. Ja, doch, das passt schon. Sollte ja auch der Witz da dran sein. Ja, wetten, jetzt sterbe ich, wetten. Läufst du jetzt sowieso weg? Ja, das ist auf jeden Fall eine schlechte Position. Nö, ich bleib jetzt einfach hier stehen. Stirb. Naja, das war aber doch zu viel Delay. Hast du denn eine Schwenkzündung drin? Ja. Echt? Also die Schwenkzündung? Mach die mal ein bisschen extremer. Doch, ach, oh Gott. War das knapp. Meine Güte. Oh, ich muss mal ganz kurz gucken. Okay. Wie ich einfach nur alle herumfliegen sehe. So, in 3 Minuten habt ihr gewonnen. Ja, nee. Was ist das denn für eine Schwenkeinstellung, bitte? Vielleicht stirbt ja vorher Emre noch so zufällig. Ja, gut kann man mit der nicht schwenken, einfach aus dem Grund, weil sie eine sehr besondere Fakre-Technik benutzt. Fakre-Technik? Fakre. Oh nee, ne? Grüezi! Ich denke, du weißt schon, was die für eine Technik hat. Ja, Fackeltechnik. Ja, nee, die hat so eine Panzerknacker-Technik. Go, go, Panzerknacker. Oh mein Gott, ich will nicht sterben.
Stirb! Ihr werdet alle sterben. Boah, was habt ihr denn da gebaut? Das ist ja genau bis zur Mitte. Ey, das ist geil, das Ding ist schön. Okay, ich hab noch 2 Minuten, um euch da jetzt runterzuschießen. Vielleicht auch weniger. Ich hab gehört, es gibt so ein Command, damit kann man die Zeit niedrig machen. Nein, Spaß. Das gibt's leider nicht, ne? Ja, brauchen wir auch nicht. Nee, nicht wirklich. Also, hat sie sich hochgejagt? Nee, schade, ich dachte schon. TNT-Slayer, du hast sehr gute Durchschussstichs, weil die nicht mal einen Durchschuss schaffen. Ja, das hier ist ja kein Wargi, wo ihr drin seid, das Blast blockiert. Ach, Malte, und die Kanonen werden ja immer noch gezählt. Oh, oh, oh. Lol, stimmt. Ja, fällt dir was auf? 20er TPS. Nein, das meine ich aber nicht. Los, schieß einem raus. Das war doch die Version, wo gesagt wurde, da werden die Kanonen nicht gezählt. Stimmt. Emre, nicht zurückschießen. Ja, klar. Wie sollte ein Bogen? Das ist scheiße. Emre. Oh Dein Gott, Hass. Ich habe nur 2 Leute gewonnen. Oh mein Gott. Finn. Es haben nur 2 Leute gewonnen, ne? Cool, wir haben gewonnen. Was passiert, Finn? Ey, Malte, wir beide haben gewonnen. Emre, Finn hat den Bogen getötet. Ernsthaft? Das ist nicht nett von dir. Geil, ich habe jetzt 10 Punkte. Soll ich nachschauen, wer dem Bogen den gegeben hat? Jetzt Estax. Ich habe dir gar keinen Bogen gegeben. Nein! Soll ich nachschauen oder sagst du es direkt? Naja, das war ja aber wieder ein sehr unspektakulärer Dirtblock. Keine Ahnung. Nee, das aber ist ja nicht theoretisch können wir jetzt noch ein Video aufnehmen über den Server. Und da im Hintergrund dieses besondere Gerät zeigen. Ich dachte, das besondere Gerät zeigen wir jetzt. Oder wir zeigen es jetzt. Hörst du das? Weißt du, wo das ist? Ja, ich kann da hinfliegen. Zeit abgelaufen, unentschieden. What the fuck? Hä? Toll. Soll ich da hingehen? Ich kann jetzt schon. Habt ihr mal den Schild? Ich hol ihn mal. Ja, auch mal Wo ist denn das? Schlecht ja, TP? Wirst du gleich sehen. Ah, fuck, ich bin faktisch falsch. Gesehen. Ich hab mich verklickt. Nee, das ist auch falsch. Kickt. Die sehen hier gerade übel viele Prototypen. okay, hier können wir gar nicht machen, weil da sieht man unten was. Soll ich kurz eine Mauer ziehen? Nein, brauchst du nicht. Ich kopiere das. Ach so, ein Tor ist das, okay. Ja. Das habe ich so gestern. Wir hatten das gebaut. Bitte? Wir hatten das gebaut. Das hab ich gebaut. Ist das normal, dass die Arena nicht resettet wird? Ja. Das dauert ein bisschen, das dauert 2 Minuten. So, wir passen das hier einfach mal oben hin. Und zwar ist das ein ganz tolles 10x5 Tor. Ja. Du hast die Arena wird gleich resettet, aber okay. Nein, ich hab das da drüber gepasset. Hä, wo seid ihr? Fail, scheiße. Wo seid ihr? Ach, in der Arena. Oder? Ja. So. Nichts drücken, bitte. Ben. Ja, so. Edstax geht jetzt direkt so hin. So sieht das aus. Das habe ich so ein bisschen von Mambo Jumbo wieder abgeguckt. Warte. Aber nur so die Technik an sich, wie es funktioniert. Wir auch gucken. Warte. Wir werden jetzt gleich alle wegteleportiert, also. So, echt so. War klar. Wir können jetzt natürlich... Emre. Du bist doch nicht. Oh Gott. Das hat jetzt so eigentlich den gesamten Vorführeffekt ruiniert, aber egal. Öffnen, schließen. Jetzt kann das Ding schließen, sehr schnell. Und öffnen, ja gut, für so ein Riesentor eigentlich auch ziemlich schnell. Aber jetzt kann man ja eh schon... da wird gerade die Arena resettet, okay. Ja. So. Hat man direkt so gemerkt, ob man alle unter und teleportiert. Okay, hier ist einiges hängen geblieben. Aber an sich läuft das relativ bugfrei, das ist erstaunlich. Relativ. Oh. Bis auf diesen einen Bug. Aber jetzt kann man auch schon durchrennen. Ja, jetzt kann man schon durchrennen. Das ist sozusagen nur für Fahrzeuge oder so. Wir haben überlegt, also ich habe überlegt, vielleicht bauen wir das hinten als Hinterausgang im Mega-Wargi ein. Aber nur so eine ganz grobe Überlegung, ich weiß nicht, ob wir das machen. Kurze Erklärung, orange ist, Aufmachen des Tors und grün ist zum Zumachen. Ja, also das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Und dieses violette hier ist einfach nur die Ansteuerung.
Ja, lol. Hm? Habt ihr das gerade kaputt gemacht? Nee, ne? Ja. Das sah übel so aus. Drück mal ganz auf den Knopf. Nein. Das, ich weiß, wusste schon direkt vom Film, die Sache kam. Naja, also wir. Das einzige Problem, hier sieht man Redstone. Dieser Mambo Jumbo hat das gemacht, ohne dass man Redstone sieht, aber das ist ziemlich buggy, das basiert dann auf so einem Bug-Switch. Und das ist, das wollte ich nicht. Das funktioniert wesentlich besser und schließt in 0,5 Sekunden oder so. Ja, so ungefähr. Und öffnen auch super schnell. Ja gut, hier, ach ja genau, was wir hier nochmal kurz zeigen können. Das sind eigentlich nur so Elemente, die... die einfach nur gestackt werden. Ich bin heute zu nichts mehr in der Lage, merke ich gerade. Und zwar sieht das von der Seite so aus. Set 90, genau, nein, Set 0. Ja, mal der, Geiler Scheiß. 90 ist also die ID dafür. Ja. Okay. Kann man mal das Tor öffnen? Wie das aussieht, ey. Gut, also hier und nochmal öffnen bitte. Ja, leider sieht man das nicht, weil die Pistons hier sich irgendwie nicht aktualisieren. Beim Ausfahren werden auf jeden Fall einfach nur diese Blöcke nach unten geschoben, deswegen geht's auch so schnell. Und beim Zurückfahren werden. Mit einem Bugswitch. Wie geil das einfach nur aussieht, ne? Dass der Block hier da reinschiebt und den Pissen da unten drückt. Genau, ja. Beim das Einfahren zumindest. Das, bitte? Beim Einfahren. Ja, ja, beim Einfahren. Also, jetzt. Weil, und jetzt bitte mal nicht aktivieren. Funktioniert das folgendermaßen. Wir haben ja hier unseren Piston-Extender, und zwar fährt der den ganz kurz aus. Das heißt, also der hier. Diese Leitung hier fährt den ganz kurz aus, dann wird hier ein Block zwischengeschoben, dann fährt der sich, glaube ich, genau, dann fährt er sich nochmal aus. Das machen wir jetzt einfach mal im letzten Block. Okay, so. So. Und das war falsch, weil das so aussehen muss. Und dann wird hier ein Redstone-Signal draufgegeben. So, und dann wird über Querstrom, weil das Block-Update hier ergibt, wird dieser Piston hier ausgefahren, dann fährt der hier sich aus. Darüber kann man diesen Querstrom nutzen und anders nicht. Und das war halt auch relativ wichtig dafür. Und dafür muss auch irgendwie hier wieder so ein Block-Update. Ich sehe gerade alles zerstört. Ich weiß. Ist ja nicht so dramatisch. Ja, da fehlen Blöcke deswegen. Klar. Und unten ist halt nur diese Einheit hier, die das mit diesem Double-Piston-Extender von unten. Was ist los, Leute? Da ist jemand Hobby los. Ja, wie wir alle, ne? Ja, Emre, komm, das reicht. Ja, auf die andere Seite kommst du ja nicht mehr, ne? Naja, gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Und lasst ein Abo und ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, macht's gut.